10 Connery, so präsentiert sich Enkelin Saskia Connery. Die Enkeltochter von 10 Connery, 90, weiß ihre Instagram-Follower, innen zu begeistern. Frei nach dem Motto weniger ist mehr zeigt sie sich auf ihrem Profil nur mit dem Blick zum Himmel im Wasser treibend. Auf ein Bikini-Oberteil verzichtet sie dabei, verdeckt ihre intimsten Stellen nur mit einem Seestern. Das schöne Foto kommentiert Saskia Connery, 26, mit, in Liebe zu dir, Mutter Natur. Ihr zufriedener Gesichtsausdruck lässt darauf schließen, dass sie sich im Meer besonders gut fühlt. Diese Gemeinsamkeit teilt sie wohl mit ihrem verstorbenen Großvater, der sich zu Lebzeiten unter anderem für die Rettung der Korallenriffe vor den Bahamas einsetzte. Bei ihrem Beitrag handelt es sich um einen Repost aus dem Jahr 2020, was zeigt, dass sie scheinbar besonders stolz auf diese Aufnahme ist. Das Foto dreht sich jedoch nicht nur um die Verbindung zur Natur, sondern vor allem der Look der 26-Jährigen fällt ihren Fans auf. So schreiben verschiedene User, innen Dinge wie wow oder immer wunderschön unter den Post und verteilen viele Herz- sowie Flammen-Emojis. Im Interview mit der spanischen Vogue gibt Emily Ratajkowski, 31, ein Update zu ihrem Beziehungsstatus und der kürzlichen Knutscherei mit Harry Styles, 29. Dabei betont sie jedoch, dass ihr Dating-Leben eigentlich niemanden etwas angehen würde. Sie erklärt, es ist sehr bizarr, wenn man bestimmte Erfahrungen macht und dann die ganze Welt davon weiß und sie kommentiert. Vor rund einem Jahr trennte sich das Model von Sebastian Bärmklart, 36 und sei seither das erste Mal seit langem wirklich Single. Wie sie im Gespräch anführt, ich bin einfach eine Person, die von einer dreijährigen Beziehung zu einer vierjährigen Beziehung übergegangen ist. Also ist dies das erste Mal seit langer Zeit, dass ich in einer Dating-Phase bin. Was Ernstes steckt somit vermutlich nicht hinter der Knutscherei mit Harry Styles? Ihr Fokus liege aktuell nicht auf ihrem Liebesleben, sondern auf ihrem Sohn Sylvester Apollo Bär. 2. Die meiste Zeit meines Lebens konzentriere ich mich auf meinen Sohn und meine Arbeit. Aber ich denke, dass diese Themen nicht die gleichen auffälligen Schlagzeilen hervorrufen. Vielleicht ein Grund dafür, warum sie Harry Styles Namen im Interview nicht erwähnt. Dafür jedoch den seiner Ex Olivia Wilde, mit der auch das Model befreundet ist. Was für Spekulationen über einen Clinch zwischen den beiden Frauen sorgte, Olivia tut mir leid. Denn sie musste diese Situation schon mehrmals durchmachen. Die Gerüchte über einen Streit seien ein unglückliches Problem. Wie es mit ihrem Dating-Leben weitergeht, bleibt an dieser Stelle privat, was sicherlich auch in ihrem Sinne ist. Sie haben News verpasst, die Hollywood News der vergangenen Woche lesen Sie hier. Verwendete Quelle, Vogue US, Instagram.com